So, da sind wir auch schon wieder zurück, nämlich diesmal mit der ersten Aufgabe, nämlich Eliminierung, während du 50 Konditionen oder weniger besitzt. Heißt, damit ist nicht das blaue Leben gemeint, sondern das grüne. Einen Kill haben wir schon gemacht, weil ich eben die Tagesaufgabe gemacht habe. Dazu habe ich euch natürlich auch ein Video hochgeladen. Ihr wisst ja, ich zeige euch wirklich jede Aufgabe. Wie gesagt, jeden Tag gibt es jetzt wieder eine Aufgabe. Die kann man sogar austauschen. Also nicht wie früher. Früher musste man die ja machen. Und dann musste man halt so irgendwie hinkriegen. Ich weiß, manche hatten da Probleme mit Scharfschützengewehren oder ähnlichen Aufgaben. Aber jetzt, wenn einem eine Aufgabe gar nicht gefällt, kann man die einfach austauschen. So, dann vorneweg, es wird wieder eine Skin-Verlosung geben, nämlich bei 2500 Abonnenten. Hört sich jetzt viel an, aber glaubt mir, es wird schneller gehen, als ihr denkt. So, was müsst ihr dafür tun, um dann einen Skin zu gewinnen? Erstens, gern ein Abo da lassen, gern meinen Creator-Code eingeben und das Wichtigste aber auf jeden Fall ist, mir eine Freundschaftsanfrage schicken, nämlich an yt-family. Family Hack. So, einfach hier oben links eintragen, Freunde hinzufügen, YouTube Family Hack, dann hier auf das Männchen. Und dann seht ihr schon, kann nicht gemacht werden, weil klar, ich kann mich ja nicht mit mir selber befreunden. So, warum müsst ihr das Ganze machen? Schlicht und einfach, weil ich euch sonst die Skins nicht schenken kann. Weil wir müssen befreundet sein, ansonsten kann ich euch halt keinen Skin schenken. So. Aber da gibt es noch eine Bedingung, leider, aber von Epic Games. Ihr seht, hier kann ich den Skin verschenken. Hier kann ich nichts machen. Da kann ich klicken, wie ich will. Ich kann erst in einem Tag da ein Geschenk verschicken. Liegt einfach daran, dass Epic Games quasi sagt: Nein, bitte erst 48 Stunden befreundet sein, falls der Account gehackt wurde und der andere nimmt sich selbst als Freund an und schickt sich dann selber Skins rüber. Oder Emotes oder etc. Das soll damit einfach vermieden werden. Deshalb die kleine Sicherheitsmaßnahme. Aber nach 2 Tagen kann ich dir dann auch was schicken. So, das hat nämlich den Grund, dass das nämlich nur dann funktioniert. Ansonsten müssen wir halt wirklich, falls ich eine Verlosung mache, dann 48 Stunden warten, auch wenn du gewonnen hast. Und dann kann ich es dir erst schicken. Und wie gesagt, gerne Creator Code eingetragen, yt-family. Guckt am besten immer jetzt mal nach, ob ihr den Code noch eingetragen habt, auch meine alten Abonnenten, weil der geht jetzt logischerweise raus. Weil ich habe jetzt 2 Wochen den Creator-Code. Bei mir war er nämlich gestern auch schon draußen. Bedeutet, bei euch wird er jetzt auch nach und nach rausgehen. Das bedeutet nämlich auch, dass die Zahl der Unterstützer bei mir runtergeht. Was natürlich nicht so schön ist, weil ich habe ja gesagt, wenn ich quasi durch euch was bekomme, bekommt ihr von mir definitiv was zurück. Und das ist anhand von Skins aus dem aktuellen Shop. So, jetzt geht es aber mal um die Aufgabe. Wie gesagt, wir müssen. Warte, ich zeig's euch nochmal kurz. Eliminierung, während du 50 Konditionen hast. Nochmal, das ist das grüne Leben, nicht das blaue. Weil das werden bestimmt wieder einige durcheinander bringen. Das Ganze machen wir aber in Gruppenkeile. Hat einen besonderen Grund, weil man da nämlich ein bisschen tricksen kann. Und ich werde auch gleich mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Also so habe ich mir dann die ganze Aufgabe mal zurechtgelegt. Wir müssen nämlich eigentlich nur uns Fallschaden holen, weil davon das Blue Life interessiert ja nicht keinen bei Fallschaden oder halt in der Zone. Und so gehen wir halt mit, sage ich jetzt mal, 48 Leben außerhalb der Zone, holen wir uns den Schaden, gehen wieder rein und probieren dann unseren Kill zu machen. Oder springen irgendwo runter, sodass wir Fallschaden bekommen. So, wir werden das Ganze auch probieren jetzt direkt. Ich bin schon überlegen, ob ich nicht zum Gegner rüberspringen soll, weil logischerweise, wo Gegner sind, kann ich den Kill schneller machen. So, dann schauen wir erstmal, was die Map sagt. Nicht, dass ich aus Versehen andere Aufgaben machen. Also hier darf ich schon mal definitiv nicht runterspringen. Ich würde sagen, ich springe direkt Pleasant Park rüber, in der Hoffnung, dass da auch die Zone ist. Da kann ich dann auch Metz und alles farmen und kann mich notfalls irgendwo runterschmeißen. Hallo? Suchst du Freunde? Hallo? Ja, zu spät. So. Wie gesagt, den einen Kill habe ich eben schon gemacht, wo ich das Video für euch gemacht habe mit der Tagesaufgabe. Nämlich ich hatte als Tagesaufgabe 14 Kisten öffnen bei Claggy Cliffs.
Ich weiß nicht, ob bei jedem die Aufgabe gleich ist, aber dadurch, dass man die tauschen kann, nehme ich einfach mal an, dass die immer unterschiedlich sind. So. Jetzt hoffe ich halt nur, dass der Gegner. Ja, der Gegner wird wahrscheinlich ziemlich zeitgleich mit uns runterkommen. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. Ich behaupte einfach mal, das gelbe Haus ist mir. So. Erstmal ein bisschen Metz holen, Kisten öffnen. Ihr wisst. Boah. Und wie gesagt, wenn ihr bei Custom Games oder so mitmachen wollt, gerne ein Abo raushauen und vor allem die Glocke aktivieren. Ich bin eigentlich in der Regel immer live an einmal am Tag, außer halt Donnerstags. Da kommt es halt drauf an, wie schnell ich mit den Aufgaben fertig bin und wie schnell ich von der Arbeit zu Hause bin. So, loot-technisch sieht es hier ganz schlecht aus. Haben wir einen neuen Kleider? Seht ihr das unten rechts? Es wird ein neuer Kleider angezeigt. So, jetzt probieren wir erstmal aus, die 50 Schaden zu kriegen. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Ja, das war's schon mal nicht. Einfach nochmal. Diesmal von ganz oben. Na, 58. Ja, ihr werdet gar nicht glauben, wie schwer es doch relativ ist, Schaden zu bekommen. Aber hier mit Loot und Waffen sieht ja ganz bescheiden aus. So, probieren wir das Ganze nämlich nochmal. Ist auf jeden Fall müsst ihr halt unter 50 Leben haben. LOL. Zu blöd Schaden zu nehmen. Das war's ja an der Stelle komplett. Ah, Gegner sind anscheinend schon da. So, Blue Life können wir uns trotzdem holen. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Oh nein, nein. Komm. Nein. Ach, hör doch auf. Ja, das ist natürlich das Problem, wenn du einen hast, der da pushen will. Aber wir werden es definitiv schaffen. Da gebe ich Brief und Siegel drauf. Das Problem ist halt echt immer, diese 50 Schaden erstmal zu kassieren. Hört sich blöd an. Ja, so geht's. Aber eine andere Waffe wäre mal nicht schlecht, definitiv. Aber wir müssen nur Eliminierung machen. Von daher ist egal, wie wir den Kill machen. Eine Kiste. Wo ist denn die blöde Kiste hier? Och Leute, ist das hier euer Ernst? Also, so einen Loot habe ich ja schon selten gehabt, ey. Angeln ist ja auch irgendwie Mangelware. Eieieiei. Komm, gib mir direkt was Gutes. Kein Fisch. Ihr kennt es selber. Manchmal hat man Runden, die sind echt zum Heulen. Er will nur den Loot-Drop. Hinten baut sich eine Hut. Das Problem ist mit der Pistole. Was soll ich mit der Pistole pushen? Selbst wenn ich jetzt einen Gegner sehe. In der Pistole ist natürlich richtig bescheiden. Ja, toll. Nochmal zwei Pistolen. Na. Oh, nicht lecken. Och, nö. Jetzt krieg ich hier noch die Kills geklaut. Ja, das fängt schon mal ein bisschen besser.
Warte, ich hol noch mal die Angel. Zack. Boah, die Lecks sind aber echt eklig. Aha, damit können wir da schon mal ein bisschen mehr anfangen. Ah, da kommt doch schon ein Gegner. Zack. Und so einfach habt ihr es. Ich weiß, hat jetzt ein bisschen nervig lange gedauert, aber ihr seht, wenn ihr dann wirklich mal ein bisschen in den Endgame-Bereich kommt, schafft ihr das auch. Wie gesagt, dafür gerne ein Abo da lassen, Like da lassen, gerne auch was in die Kommentare schreiben. Ihr seht ja, es ist nicht schwer. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit den anderen Aufgaben. Wie gesagt, schlagt jede Aufgabe hoch. Habt ihr Probleme, kommt bei mir vorbei. Ihr kriegt jede Aufgabe. Und wie gesagt, gerne ein Abo da lassen für einen Skin. Ihr wisst ja. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.